In der Übung, die wir Ihnen nun vorstellen, lernt Ihr Hund eine Strohmatte abzurollen. Dies ist eine tolle Denkaufgabe für Ihren Hund. Rollen Sie die Matte vor den Augen Ihres Hundes vollständig auf und platzieren Sie ein Leckerchen so hinein, dass er die Belohnung direkt mit der ersten Rollbewegung finden kann. Lassen Sie Ihren Hund nun an die Matte und loben Sie ihn sofort, wenn er versucht, die Matte mit seiner Nase abzurollen. Ist Ihr Hund zunächst etwas unsicher und weiß nicht, was er tun soll? Motivieren Sie ihn fröhlich. Sie können auch die ersten Male gemeinsam mit Ihrem Hund die Matte abrollen. Da Sie das Leckerchen ja direkt in den Anfang der Rolle gelegt haben, wird er seine Belohnung recht schnell finden. Das verschafft ihm das wichtige Erfolgserlebnis. Hat Ihr Hund den Dreh raus, wird die Aufgabe nun Schritt für Schritt etwas schwieriger gestaltet. Zunächst erhöhen Sie die Belohnung auf 2 Leckerchen. Eines wie bisher unmittelbar am Anfang und eines etwa eine Umdrehung weiter. Ihr vierbeiniger Freund muss nun die Matte so weit abrollen, bis er beide Leckerchen ergattert hat. Am besten wiederholen Sie dies so lange, bis Ihr Hund diesen Übungsschritt ganz sicher erfüllt. Und vergessen Sie hierbei nicht das Loben. Schritt für Schritt verteilen Sie nun immer mehr Leckerchen in der aufgerollten Matte. Ihr Hund sollte Freude an der Übung haben. Sobald Sie merken, dass Ihr Hund die Konzentration oder die Lust an der Übung verliert, beenden Sie diese und wiederholen Sie die Übung zu einem späteren Zeitpunkt. Sobald Ihr Hund es mehrmals geschafft hat, auf der Spur der Leckerchen die komplette Matte abzurollen, sollten Sie die Anzahl der Belohnungen langsam wieder abbauen. Machen Sie es Ihrem Hund ab jetzt nicht mehr zu einfach. Legen Sie ab jetzt nicht mehr in jede Umdrehung ein Leckerchen und lassen Sie das Leckerchen in der ersten Umdrehung weg. Am Ende sollte nur noch in der letzten Umdrehung der Matte ein Leckerchen versteckt sein. Hat Ihr Hund einige Durchgänge selbst mit dem letzten verbliebenen Leckerchen erfolgreich hinter sich gebracht? Legen Sie ihm nun eine völlig leere, aufgerollte Strohmatte vor. Sobald er daran stupst und beginnt, sie abzurollen, loben Sie ihn deutlich und belohnen Sie ihn mit einem Leckerchen. Nach und nach zögern Sie ab jetzt Lob und Belohnung immer weiter hinaus. Dies üben Sie nun so lange mit Ihrem Hund, bis er es schafft, die komplette Matte abzurollen, ohne in ihr ein Leckerchen zu finden. Ist auch das für Ihren Hund kein Problem mehr, können Sie damit beginnen, die Übung mit einem Kommando zu verknüpfen. Zum Beispiel mit dem Wort Matte.